großer Andrang am Montag am Wiener Handelsgericht. Die über 400 Gläubiger der Immobiliengesellschaft Signer Prime haben über den vorgelegten Sanierungsplan abgestimmt und sie haben dem Treuhand-Sanierungsplan zugestimmt. Damit übernimmt ein Treuhänder bei der Signer Prime, er soll alle Vermögenswerte samt prestigeträchtiger Luxusimmobilien über maximal 5 Jahre verkaufen. Ein Konkurs ist damit vorerst abgewendet. Also ich kann Ihnen mitteilen, dass das Gericht gerade verkündet hat, dass der Sanierungsplan angenommen worden ist. Das heißt, beide erforderlichen Mehrheiten sind erfüllt, laut das Gericht. Das heißt, sie haben sowohl das Alternativszenario berechnet, der tatsächlich abgegebenen Stimmen in Pro und Contra im Vergleich zu den strittigen. Und bei beiden Varianten ist herausgekommen, das heißt, egal ob man die strittigen Intercompany-Forderungen mit berücksichtigt oder nicht, dass eine Mehrheit erreicht worden ist, sowohl in der Kopf- als auch in der Kapitalmehrheit. Das heißt, der Sanierungsplan ist angenommen. Es war im Vorfeld nicht abschätzbar, weil wir so viele verschiedene Gläubiger haben, sowohl im Inland als auch im Ausland, und das alles unter einen Hut zu bringen und zu wissen, wie die hier abgestimmt wird, wusste man nicht. Und es gab tatsächlich auch noch bis heute Vormittag, glaube ich, wurden die Anwälte am Ende des Tages erst gesagt, wie sie abstimmen sollen. Also insofern konnte man das nicht vorher abschätzen. Personelle Änderungen bei der Signer Prime? Auch das ist im Detail nicht besprochen worden, aber es ist bekannt, dass hier durchaus Forderungen gestellt worden sind. Und im Hinblick auf dieses positive Abstimmungsverhalten gehe ich davon aus, dass einige Forderungen wohl im Sinne der Gläubiger erfüllt worden sind. Also jetzt müssen noch die Bedingungen erfüllt werden. Bis zum 30.06. ist dafür Zeit. Und dann wird der Treuhandplan bzw. Sanierungsplan vom Gericht bestätigt und der Treuhänder ist dann eingesetzt und er wird sicher dann schauen müssen, dass auch hier die Finanzierung gesichert ist. Es hat geheißen, es braucht noch Liquidität für die Prime. Ist das jetzt gesichert? Nein, hier heute war nur die Abstimmung über den Sanierungsplan und hier stimmt man eben zu oder nicht zu. Es wurde zugestimmt und jetzt ist der nächste Schritt, dass man schauen muss, dass hier die Finanzierung gesichert ist. Wie könnte die Finanzierung gesichert werden? Die Finanzierung könnte dadurch gesichert werden, dass man entweder einen Massekredit bekommt oder aber, dass man Projekte verkauft. Die Signer Pleitenserie ist die mit Abstand größte Insolvenz der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Gegenüber der insolventen Luxusimmobiliengesellschaft Signer Prime haben bisher 475 Gläubiger Forderungen in Rekordhöhe von 12,8 Milliarden Euro angemeldet. Derzeit sind rund 5,9 Milliarden vom Insolvenzverwalter anerkannt.